Hallo, willkommen zum How to den Kürbismetzgen. Wir haben hier einen Kürbis aus der Familie der Riesenkürbisse, erkennbar an diesem korkähnlichen Stiel, auch wenn er sonst nicht unbedingt groß ist. Kürbisse sind relativ zäh und schwer zu schneiden. Also man kann hier richtig drücken mit Gewalt, das geht streng. Wer seinem Mann eine Freude machen kann, kann sich hier hilflos stellen und ihn fragen, ob er mit seiner Kraft den Kürbis spalten möge. Das gibt ihm ein gutes Gefühl über sich. Es geht aber auch einfach, indem man ein scharfes Messer hat und die Klinge die Arbeit tun lässt. Indem man sie etwas hin und her wippt, schafft man sich in den Kürbis rein. So. Ohne groß Kraft aufwenden zu müssen. Das strengste ist hier wohl der harte Stiel. So, und so ist er halbiert, auch ohne großen Kraftaufwand. Der Stiel kann weg. Die Kerne vom Kürbis, die Kerne der meisten Kürbisse sind essbar, ist allerdings aufwendig, weil die Kerne hier noch mit dieser hier so weiß umhüllt sind. Die müsste man trocknen und aufbrechen. Weil man hier bloß das Innere der Kerne essen kann, also man müsste die öffnen und dann den inneren Teil trocknen. Wer den Arbeitsaufwand machen mag, kann das gerne tun. Mir fehlt ein bisschen die Zeit dafür, aber eigentlich wäre es eine gute Sache. Ja, das hier wäre der Kürbiskern, der getrocknet oder geröstet werden kann. Bei mir kommen die jetzt in den Kompost. So, die Kerne rauskratzen. Die Fäden hier auch ein bisschen. Ist aber auch nicht tragisch, wenn die noch drin sind. Manche empfehlen, wenn man nur den halben Kürbis braucht und den Rest in den Kühlschrank stellt, die Kerne drin zu belassen und den Kürbis dann umgekehrt auf den Teller zu stellen und in den Kühlschrank damit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier in den Fäden bei den Kernen der Kürbis als erstes schlecht wird, zu schimmeln beginnt. Deshalb putze ich beide Hälften aus. Und jetzt kommt die Hälfte, die ich nicht brauche, so ausgeputzt, umgekehrt auf den Teller und in den Kühlschrank und ist so noch mehrere Tage haltbar. Weiter geht's mit der Verarbeitung vom Kürbis. Ich schneide hier gerne den Kürbis in solche Dreiecke, ähnlich wie Melonen. Und schäle ihn dann ganz einfach mit einem Sparschäler. Die Schale vom Hokkaido-Kürbis wäre übrigens essbar. Die Schale von diesem hier, die ist zäh und bitter und deshalb ungenießbar. Übrigens kann man an dieser Stelle auch überprüfen, ob der Kürbis an und für sich überhaupt essbar ist, denn es kann in seltenen Fällen zu Kreuzungen mit den giftigen Zierkürbissen und Gartenkürbissen kommen. Dazu kann ich jetzt einfach
eine Scheibe abschneiden vom Kürbis. Diese roh essen, der Kürbis ist roh essbar. Wäre der Geschmack jetzt stark bitter, würde es einem die Schleimhaut zusammenziehen, dann wäre es ein giftiger Kürbis wie der Zierkürbis. Dieser hier ist aber angenehm mild, schmeckt etwas nussig, sehr lecker. Ja, und so mache ich weiter, bis alle Kürbisstücke geschält sind. Ich würde jetzt hier nicht aufs Brett schälen, sondern direkt in den Kompostkübel, selbstverständlich. Ja, so viel zum Kürbis. Wir schneiden ihn dann nachher in etwa solche Stücke und werden ihn im Wasser kochen. Ich habe schon ein Video gemacht, wie ich Kürbis als Beilage zubereite, zusammen mit Ingwer. Link dazu packe ich in die Beschreibung. Aber das soll es jetzt hier vom Kürbis gewesen sein. Wir hören uns in einem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.